Einen schönen Nachmittag an Sie alle zusammen. Schön, dass wir uns heute dem Thema Wohnungslüftung widmen können, und zwar eine ganz spezielle Art und Weise, nämlich der nachträglichen Integration. Also die Wohnungslüftung oder wie wir auch sagen Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung sollte mehr und mehr im Neubau eigentlich zum Standard werden oder schon sein. Was vielen noch nicht bekannt ist, ob und wie man diese nachträglich in Wohngebäude integrieren kann, das soll unser heutiges Thema sein. Und auf dem Gebiet habe ich auch schon sehr viel geforscht und gearbeitet in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, kann man sagen. Und einiges davon möchte ich Ihnen heute hier vorstellen und würde mich freuen, wenn Sie das auch entsprechend in Ihren Planungen und so weiter berücksichtigen können. Was ist denn so besonders bei der nachträglichen Integration oder warum ist es gerade bei Bestandsgebäuden so wichtig, Lüftung einzubauen? Ja, die Bestandsgebäude sind eben noch nicht so perfekt, wie wir das gerne hätten, beziehungsweise wie wir es aus dem Neubau hier gewohnt sind. Die U-Werte sind schlechter. Es gibt noch Wärmebrücken. Das heißt, die Oberflächentemperaturen sind an vielen Stellen relativ niedrig im Kernwinter. Auch die Luftdichtheit lässt häufig noch zu wünschen übrig. Selbst wenn wir uns bemühen, hier Verbesserungen herbeizuführen, ist es alles nicht ganz so perfekt wie im Neubau. Und außerdem, ja, wie Bestandsgebäude schon der Name sagt, es sind eben Gebäude, die schon stehen und die eben damals noch nicht für die Lüftung vorbereitet wurden. Das heißt, das Platzangebot für Geräte und Kanäle ist limitiert. Darum ist es genau eben gerade für solche Bestandsgebäude prädestiniert, im Nachhinein Lüftung einzubauen, weil wir damit Bauschäden vermeiden helfen. Also die Entfeuchtung, die wir über die Lüftung erreichen, kann uns schon mal ein Stück weit vor feuchte Schäden bewahren. Und ja, die Behaglichkeit und Raumluftfeuchte, wie wir es aus dem Neubau gewöhnt sind, das möchte man natürlich auch in Bestandsgebäuden nicht missen und eben diesen Standard auch dort nachträglich installieren. Die Frage, geht es überhaupt? Wir haben einige Probleme. Zunächst mal die lichte Raumhöhe ist ja ohnehin schon häufig bei Bestandsgebäuden limitiert. Platzangebot ebenfalls limitiert. Wo stellen wir das Gerät auf? Und wenn wir dann die Kanäle verziehen wollen, normalerweise planen wir im Neubau dann entsprechende Schächte ein. Die gibt es vermutlich zunächst mal nicht im Bestandsgebäude, da werde ich dann darauf eingehen, wie wir damit umgehen. Und dann wollen Sie ja sicher zu Hause nicht eine Riesenbaustelle aufmachen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also das Thema Sanierung im bewohnten Zustand, sozusagen ohne jetzt aussiedeln zu müssen, ist natürlich eine ganz wichtige Fragestellung. Und ja, last but not least, die denkmalpflegerischen Vorgaben müssen auch beachtet werden. Wir dürfen bei historischer Bausubstanz eben nicht beliebig in diese Bausubstanz eingreifen. Ja, ein probates Mittel hier wäre zum Beispiel, die Lüftungskanäle jetzt gar nicht im Gebäudeinneren zu situieren, sondern die eigentlich im Wärmedämmverbundsystem zu integrieren. Der Vorteil wäre, dass man hier keinen eigenen Platzbedarf für die Kanalführung im Gebäudeinneren hat und Ihnen eben auch keine größere Baustelle, ich sage jetzt mal größere Baustelle, aufmachen muss, weil sich alles außen in der Gebäudehülle abspielt. Ich habe bestimmt nur Kernlochbohrungen. Ja, Kernlochbohrungen machen auch Krach und Staub und Lärm und Dreck, aber darauf beschränkt sich es dann auch. Ja. Und selbst auf diese Kernlochbohrungen kann man noch verzichten. Da können wir vielleicht bei den Fragen dann nochmal darauf eingehen, wie das denn gehen kann. Man muss bedenken, dass es natürlich dann einen gewissen Mehraufwand wieder beim BDVS-Gewerk gibt und in Österreich die Problematik mit der BDVS-Verarbeitungsrichtlinie besteht. Aber auch hier gibt es Mittel und Wege, das dennoch zu tun. Und natürlich der Brandschutz muss beachtet werden. Was bietet es jetzt für Vorteile? Platzvorteile, wie wir gesagt haben. Wir können insgesamt eigentlich im Gebäudeinneren, wenn der Grundriss eine günstige Form aufweist, komplett verzichten. Und das ist schon wirklich sehr faszinierend. Das ist jetzt hier mal eine Planung von der Firma Ypsilon Klima Design in Innsbruck von einem hier typischen Gebäudegrundriss vom Sozialwohnungsbau. Und da, das ist jetzt hier so ein Zweispänner, haben wir die Anordnung, dass wir hier die Elternschlafzimmer, Kinderschlafzimmer, Wohnraum, Küche haben und die Luft jetzt hier als Zuluft zugeführt werden kann, dann überströmt und hier in den Nassräumen Bad, WC, Küche
abgesaugt werden kann. Also brauche ich hier dazwischen überhaupt keine Kanäle zu führen. Das kann alles über Überströmöffnungen realisiert werden. Wenn ich jetzt also die Zuluft über die Fassade zuführe, im Wärmedämmverbundsystem geführt und dann mit Kernlochbohrungen hier Eltern- und Kinderschlafzimmer belüfte, dann reicht es aus, ins Wohnraum überzuströmen und die Abluft in Küche, Bad, WC abzusaugen. Das ist natürlich ein idealer Glückszufall, dass es hier so ideal die Grundrisse angeordnet sind, aber das spart dann wirklich immens Aufwand im Gebäudeinneren. Und genauso ist es tatsächlich auch realisiert worden. Man sieht hier die Außenansicht von der Löhnstraße, ein Gebäude von der Neuen Heimat Tirol. Und das wurde im Rahmen des Projektes Symphonia hier saniert. Sie sehen jetzt hier, da steht noch das Gerüst. Das Wärmedämmverbundsystem ist auf der linken Seite bereits fertiggestellt und rechts ist es auch schon verputzt. Was verbirgt sich jetzt unter dieser Wärmedämmung? Sie müssen dazu wissen, dass diese Gebäude zwar schon sehr alt sind, aber damals schon auch mit einer Minimaldämmung, sage ich mal, versehen waren, und zwar mit Korkdämmung. Ja, also ich habe hier mal so ein Teil mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie es in der Kamera sehen können. Ich habe so einen Brocken von der Baustelle mitgebracht. Das ist Blähkork, hat man damals verwendet, 5 cm, nicht besonders viel. Und ja, was man jetzt gemacht hat, man hat dann diesen Bestands Wärmedämmung aufgeschnitten und in diese eingelegt dann die Zuluftkanäle und die Abluftkanäle, die vom Dach kommend, also jetzt an der Fassade geführt wurden. Und dann hat man da drüber gedämmt, also richtig mit starken Dämmstärken, hier 20, 25 cm Überdämmung, und die Kanäle verschwinden dann praktisch im Wärmedämmverbundsystem. Ja, das hat man am Anfang ja, erstmal ein bisschen üben müssen. Das war jetzt noch eine der ersten Verlegungen. Das hat dann später deutlich besser geklappt. Wichtig ist, dass entsprechend dann natürlich die Spalte dazwischen auch wieder verfüllt werden und dann hier also mit den Kernlochbohrungen jeweils die Luft, in dem Fall die Zuluft hier, zu den Zulufträumen geführt wird und das Ganze dann überdämmt. Man sieht hier also die EPS-Platten, die dann als zweite Dämmlage über diese Bestandsdämmlage drüber kommen. Dadurch konnte man sich auch über diese WDVS-Verarbeitungsrichtlinie hinwegsetzen, weil sozusagen das Bestandsdämmung mit dem Kork als Bestandsgebäude gegolten hat sozusagen, und die Dämmung ist die, die drüber kommt, und damit verlegen wir die Kanäle ja nicht in der Dämmung, sondern im Bestandsgebäude. Und damit ist das auch rechtlich dann abgedeckt. Ja, so sah das Ganze nach der Fertigstellung aus. Es gab sogar noch eine Photovoltaikanlage für den Betrieb der Lüftungsanlage. Die Zentralanlage steht auf dem Dach. Die Leitungen gehen also jetzt hier in der Dachebene dann von dort in die Fassadenebene. Was man hier noch sieht, sind die Schalldämpfer und die Volumenstromregler der einzelnen Wohneinheiten. Das Schöne ist, man kann das alles vom Dach aus dann zentral einstellen. Und was Sie hier sehen ist, will ich jetzt mal als Lüftungszentrale bezeichnen. Also brandschutztechnisch ist das die Lüftungszentrale, auch wenn es nicht begehbar ist, sondern sehr klein, nämlich eigentlich nichts anderes ist als die Einhausung des Gerätes. Das sind hier mit Calciumsilikatplatten. Und aus dieser Lüftungszentrale heraus ist jetzt sozusagen die Kanalführung mit dem Brandschutzklappen realisiert worden. Ja, wie kann man noch Lüftungskanäle einsparen? Allein schon das normale Prinzip der Kaskadenlüftung, das Sie vermutlich kennen. Also so ist ja die übliche Planung auch heute im Neubau. Die Luft wird im Zuluftraum zugeführt. Das wäre also Wohnraum, Schlafraum, Kinderzimmer, Arbeitszimmer. Von dort strömt die Luft über in den Flur und geht von dort in Küche, Bad, WC. Im Flur brauche ich dann natürlich keinen Kanal, denn das macht der Flur selber. Also die Rückführung der Luft in diese Nassräume wird also über den Flur gewährleistet. Man muss nur sicherstellen, dass hier Überströmöffnungen in ausreichender Querschnittsfläche vorhanden sind, dass hier kein zu hoher Druckabfall entsteht. Das nimmt man also jetzt hier die normale Kaskadenlüftung, spart auch schon Kanäle, weil ich ja nicht immer Zu- und Abluft für jeden Raum brauche, sondern Zuluft nur für die Zulufträume.
und Abluft für die Ablufträume. Und dieses Prinzip kann man jetzt noch weiter treiben, auch nach ÖNOM H6038 zulässig, indem man hier wirklich nur in den Schlafräumen zum Beispiel die Luft zuführt, aber im zum Beispiel Wohn-Esszimmer hier keine eigene Zuluft, deswegen ist das hier gestrichelt, gezeichnet, zuführt, sondern sich diesen Kanal einspart, denn die Luft strömt dann über in die Küche. Also man fasst zum Beispiel hier den Wohnraum oder das Esszimmer als Überströmzone auf. Man kann sich das so vorstellen, das ist jetzt hier meine Prinzipdarstellung, Schlafraum, Wohnraum. Entweder sitzen die Personen hier im Wohnraum oder liegen hier im Schlafraum. Das heißt, die Luft strömt kaskadiert über von einem Raum in den nächsten und hat ja hier praktisch immer die gute Luftqualität, egal ob ich mich hier oder hier befinde. Der Vorteil liegt auf der Hand, wir haben weniger Kanäle und wir haben auch Luftmengen eingespart. Ja, wenn wir Luftmengen einsparen, sparen wir auch oder können wir ein besseres Feuchtemanagement betreiben, weil wenn wir im Kernwinter viel zur Luft zuführen, trocknen wir das Gebäude auch aus. Hier haben wir praktisch die Luft nur einmal zugeführt, nämlich im Schlafraum und nutzen sie sowohl im Schlafraum als auch in den Wohnräumen. Also praktisch das gleiche Prinzip, das Sie schon kennen, aber eben erweitert um die Überströmung auch durch Wohnräume hindurch. Und das kann man jetzt nochmal erweitern mit noch weniger Kanalnetz auskommen, nämlich im Bereich der Zuluft kann man nochmal Kanalnetz sparen, indem man auch diese über den Flur verteilt. Wie funktioniert das jetzt? Das ist ein Prinzip, das schon seit vielen Jahren in der Schweiz praktiziert wird. Wir sprechen hier von aktiven Überströmern. In der Schweiz spricht man von Verbundlüftern. Also wenn Sie da mal googeln, dann finden Sie das in der Schweiz eher unter Verbundlüfter. Wie funktioniert das vom Prinzip her? Wir haben auch eine Wärmerückgewinnung, ganz normal, aber wir haben ein ganz kurzes Zuluftkanalstück, einfach nur hier in den Flurbereich. Und wir betrachten den Flur als Frischluftreservoir. Dort ist also hier sehr, sehr gute Luftqualität, 600 ppm, also nahe Außenluftqualität. Und von dort bedienen sich die einzelnen Räume mit solchen aktiven Überströmern, also mit ventilatorgetriebenen Öffnungen, zum Beispiel im Türblatt, wie man das hier sieht, oder über der Tür oder neben der Tür. Und von dort gelangt also die Luft in den Raum. Und die Luft strömt von dort wieder zurück in den Flur. Jetzt werden Sie sagen, ja, das ist ja hier eine Mischluftzone und es ist tatsächlich richtig, das ist eine Rückströmung der Abluft in diesen Frischluftbereich. Aber weil wir hier diese Luftwechselrate sehr hoch halten, ist die Luftqualität dort so gut, dass man sie quasi als Frischluftreservoir betrachten kann. Dieses Exemplar hier hat den Designwettbewerb der Stadt Zürich gewonnen von der Firma Keller. Da kann man sich vorstellen, das ist so eine gebogene Halbschale und dahinter verbergen sich die Ventilatoren. Ich habe mal so ein Exemplar mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Das ist jetzt schon ein größeres Exemplar für Versammlungsräume, wo wir das einbauen wollen. Und das sind im Grunde nichts anderes als solche sehr, sehr sparsamen Gleichstromventilatörchen, die dann einschalten, wenn die Türe schließt und dann also diesen Frischlufttransport vom Flur in diese Wohnräume hinein in Gang setzt. Das kann man auch mit solchen Querstromventilatoren machen, wie hier gezeigt. Üblicherweise wird das also mit dem aktiven Überströmer vom Flur in den Raum gefördert und strömt passiv zurück. Dann habe ich allerdings einen leichten Überdruck im Raum. Besser ist es, man macht es andersrum, also hier einen Unterdruck zu erzeugen. Dann hat man feuchtetechnisch nicht das Problem, dass hier Ritzen und Spalten mit feuchter Luft hier durchströmt würden. Oder noch besser ist es, man baut zwei Ventilatoren ein, einer der hineinbläst und der andere, der heraussaugt. Damit fährt man quasi Nulldruck im Raum und hat diese Unter- oder Überdruckproblematik überhaupt nicht. Das wäre sozusagen die Lösung, die man insbesondere bei sensiblen Altbauten dann anwenden würde. Also auch dieses System von Kellertüren, die haben genau so ein Verfahren mit zwei Ventilatoren in beide Richtungen. Dann haben wir hier also druckneutral im Wohnraum die Situation. Ja, das gibt es, wie gesagt, von verschiedensten Herstellern.
Firma Baufritz ist ein Betrieb, die ja, Holzfertigteilhäuser herstellen und die bauen sich diese Elemente selber. Sieht vom Design her, finde ich, ganz toll aus. Also das ist hier mit so einem Querstromventilator realisiert und mit so einem Schlitzauslass im Design, genauso wie die Türblätter gemacht sind. Wichtig ist, dass wir hier relativ hohe Umluftmengen fahren, also 70 Kubikmeter pro Stunde. Achten Sie bitte auf geringe Schallemissionen und einfache Integration, sodass der Aufwand also gering bleibt. So, mit dem Integration im Türblatt ist schon sehr einfach, weil da kann man tatsächlich auch mit den alten Bestandstüren arbeiten. Man schneidet da quasi nur diese Löcher rein und setzt dann diese Halbschalen auf, sodass man da nicht nochmal zusätzliche Kosten für den Einbau neue Türblätter hat. Also ich würde sagen, weniger Kanal als kein Kanal geht nicht. Also hier diese Art und Weise, das in den Türblättern zu machen, ist schon eine sehr weitgehende Einsparung von Lüftungskanälen. Das bietet sich natürlich insbesondere dann in denkmalgeschützten Gebäuden an, wo natürlich Lüftungskanäle jetzt hier als Fremdkörper von historischer Bausubstanz angesehen werden würden. Hier mal ein schönes Beispiel aus der Schweiz, das Herrenhaus Brünnegut in Bern. Und dort wurde tatsächlich im denkmalgeschützten Bereich hier solche aktiven Überströmer über den Türen hier angeordnet. Man sieht also nur hier diese Schattenfuge, durch die also die Luft hindurchströmt in den angrenzenden Raum. Eigentlich eine ganz auch vom Design her sehr schöne Lösung. Apropos Design, auch die Gerätehersteller haben sich ins Zeug gelegt hier, dieses ursprünglich als Fremdkörperlüftung behandelte Gerät so integrierbar zu machen, dass es auch sich dem Innenraumdesign angleichen kann. Durch Wandintegration oder sehr flache Geräte, wie es hier bei dem linken Gerät ist, können diese also quasi in der Wand versenkt werden. Hier rechts das Gerät von Blue Martin, das braucht einen Wanddurchbruch hier, hat Außenfahrtluft jetzt hier und das Einzige, was Sie auf diesem Foto hier sehen können, ist diese Frontabdeckung, die dann auch noch im Design der Tapete oder des Wandanstrichs einfach gestrichen werden kann oder tapeziert werden kann. Also auch da gibt es Fortschritte im Bereich der Geräte. Und hier natürlich kann man die Geräte auch in der Küche anordnen. Das wäre jetzt mal ein Beispiel aus dem Sozialwohnungsbau. Integration, nachträglich Integration auf engstem Raum. Hier über dem Küchenkastel, das kann man natürlich dann entsprechend auch noch verkleiden, wenn man das möchte. Oder wie hier quasi über dem Herd ist dann da quasi im Design der Einbauküche das Lüftungsgerät verbaut. Ja, was natürlich immer noch als Fremdkörper wahrgenommen wird und gegebenenfalls das Fassadenbild stören kann, sind die Außenfortluftgitter. Ich habe jetzt mal hier exemplarisch gezeigt, wie das aussehen würde, wenn man immer zwei Kanäle hier als Kernlochbohrung durch die Wand hat. Das stört natürlich schon das Fassadenbild. Was man zumindest schon mal tun kann, ist ja, Sie werden sich fragen, darf ich denn Außenfortluft so nah nebeneinander platzieren? Bekomme ich da nicht eine Kurzschlussströmung? Da gibt es inzwischen das Prinzip, dass man also mit etwas überhöhter Geschwindigkeit hier von der Wand wegbläst und unten hier die Luft wandnah ansaugt, sodass man da eine gute Trennung zwischen Fortluft und Außenluft hat. Achten Sie bitte immer auf genügend große Ansauggitter, damit der Druckabfall entsprechend klein bleibt. Wir haben da eine Entwicklung gemacht mit einem Koaxialrohr. Das kennen Sie vielleicht von Verbrennungsgeräten, wo die Verbrennungsluftansaugung über ein Koaxialrohr und die Ausblas der Verbrennungsluft über Koaxialrohre gemacht wird. Wir haben das entwickelt für Luftführung, ja, mit dem gleichen Prinzip, also zwei ineinander geführte Rohrleitungen. Der Vorteil dabei ist, dass man nur eine Kernlochbohrung braucht. Ja. Also müssen da nicht immer Außenfortluft zwei Löcher durch die Wand bohren, sondern nur eines. Klar, das muss dann vom Durchmesser größer ausfallen, aber es ist nur eins. Das können Sie eben koaxial machen, wie es hier symbolisiert ist, oder Sie machen das Ganze mit einem mittig geteilten Rohr. Auch da gibt es schon fertige Produkte, die also solche geteilte Halbrohre quasi für die Luftführung mit einer Kernlochbohrung durch die Wand ermöglichen. So sieht es von außen aus. Das war jetzt unser Prototyp, den wir hier an der Uni hier eingebaut haben und getestet. Die Besonderheit dabei ist noch, dass wir hier eine Heizmatte herumgelegt haben und damit auch noch die Frostschutzheizung erledigt haben. Ja, das muss dann also nicht mehr im Gerät mit dem
komplizierten Heizregister gemacht werden, sondern ganz druckverlustarm über die Rohrwandung dieses äußeren Rohres, dieses Mantelrohres. Eine andere Möglichkeit hier, diese hässlichen Außenfortluftgitter an der Fassade zu eliminieren, ist, dass Sie vorhandene Spalte nutzen, zum Beispiel unter dem Fensterblech hier die Luft ansaugen, denn da haben Sie ja ohnehin einen Spalt, und dann die Fortluft hier über die Fensterleibung ausblasen. Ich habe das hier mal symbolisiert mit einer solchen Schattenfuge, mit so einem Spalt, mit so einem Schlitzauslass hier. Aber bitte von dem Fenster wegblasen, dass Sie da also nicht Kondensat an der Scheibe bekommen oder gar Frost- oder Reifansatz an der Verglasung. Ja, das ist jetzt hier erstmal eine Prinzipskizze, aber das wurde tatsächlich auch schon in Produkte integriert. Hier ein Beispiel von der Passivhaustagung 2017 in Wien, wurde das auf einem Messemodell hier schon gezeigt, genau wie ich es hier dargestellt habe, in der Fensterleibung der Luftauslass und die Luftansaugung unter dem Fensterblech. Hier im Holzbau ist es natürlich sehr leicht, auch noch dadurch zu erreichen, dass man zum Beispiel so eine Lärchenschale auch sehr gut nutzen kann, um jetzt die Ansaugung durch diese Spalte zwischen den Lärchenbrettern zu bewerkstelligen. Oder ich glaube, da hat man es im Fassadenbau eigentlich sehr leicht, jetzt ein schönes Fassadenbild zu erreichen, ohne da so eine Gitteroptik oder so einen Fremdkörper in der Fassade gestalterisch zu haben. Oder bei einer verputzten Fassade kann das dann so aussehen. Also hier, wie gesagt, Ansaugung unterm Fensterblech, Auslass hier in der Fensterleibung. Das ist jetzt ein Beispiel von diesem Smart Shell. Das ist ein Holzbausanierungsprodukt, wo man also anstatt Wärmedämmverbundsystem mit solchen Holzfassaden in der Sanierung arbeitet. Wenn Sie sich da bei denkmalgeschützten Gebäuden weiter informieren möchten, welche Lösungsmöglichkeiten es da gibt, es wird im Projekt Atlas, das ist ein Interreg Alpine Space Projekt, ein Tool erzeugt, wo für Wände, Fenster, aber auch gebäudetechnische Anlagen hier ein Beratungstool gemacht wird. Und da finden Sie auch Tipps und Tricks, wie Sie nachträglich auch in denkmalgeschützte Gebäude hier Lüftung nachträglich integrieren können. Weil da ist es ja wirklich die hohe Kunst. Da möchte man ja das Gebäude nicht mit technischen Gerätschaften verändern. Dass man das auch sehr sensibel und harmonisch auch in eine Zirbendecke integrieren kann, soll dieses Beispiel vom Kollegen Michael Flach zeigen, der das bei sich zu Hause in einem Bauernhof mit einer sehr schönen alten Zirbenstube realisiert hat. Sie sehen hier den Luftauslass an der Decke, den er also da sehr kunstvoll gestaltet hat. Wollte ich Ihnen einfach nicht vorenthalten, dieses Bild. Alte Gebäude oder auch einfach Gebäude, bei denen die Kaminzüge nicht mehr genutzt werden oder die stillgelegt werden, können natürlich auch als Luftkanalführung verwendet werden. Es gibt da solche Inlay-Systeme, mit denen man also solche Kamine auskleiden kann und da diese dann als Lüftungskanal verwenden kann. Im Grunde haben Sie drei Möglichkeiten, hier im denkmalgeschützten Bereich zu arbeiten oder auch allgemein im Sanierungsbereich zu arbeiten. Entweder Sie machen das als Kontrast, Sie zeigen die Lüftungskanäle ganz offen und bewusst, dann haben Sie den Kontrast zwischen alt und neu, oder Sie verstecken die Kanäle, also zum Beispiel in der Holzdrammdecke oder hinter Verkleidungen, oder was wir heute ja schon gelernt haben, über die Vermeidung, also über Lüftführung, zum Beispiel erweiterte Kaskade, aktive Überströmer, wo man den Kanal überhaupt gar nicht braucht. Ja. Das wäre das Beispiel Holzdrammdecke. Da ist natürlich das Problem, dass Sie da diese Zwischenlage, den sogenannten Fehlboden normalerweise haben. Sie müssen sich da also erstmal Platz schaffen, um hier zum Beispiel Flachkanäle in dieser Hohldecke verlegen zu können. Denn eine gewisse Aufbauhöhe haben Sie ja durch die Lüftungskanäle doch, und einen gewissen Schallschutz brauchen Sie ja auch noch für den Trittschallschutz. Ja, dieses Foto ist vom Kollegen Meyer Olbersleben, der in Lüneburg in seiner Privatwohnung schon seit Jahrzehnten eine Lüftungsanlage hat, damit sehr zufrieden ist und immer wieder Besuch bekommt von Leuten, die noch nie eine Lüftungsanlage gesehen haben und immer die gleichen Fragen stellen und sagen, diese Lüftungsanlagen,
da ist doch immer sicher Schmutz im Rohr und ist das nicht alles furchtbar unhygienisch und so. Und irgendwann war es leid, immer diese Fragen zu beantworten und hat sich gesagt, ich ersetze jetzt mein Lüftungsrohr durch ein Glasrohr und wenn dann die Leute kommen und diese dummen Fragen stellen, dann sollen sie einfach mal dieses Rohr anschauen und da sehen sie doch, das ist blitzeblank sauber. Natürlich ist das Rohr blitzeblank sauber und es wird ja durch, die Luft wird ja durch die Außenluftfilter, die ja Feinstaubfilter sind, sauber gehalten. Und ja, ich fand es eine ganz tolle Idee, einfach hier ein Wickelfalzrohr durch ein Glasrohr oder ein Plexiglas zu ersetzen, dass man einfach reinschauen kann und den Leuten zeigen kann, Leute, so sieht es in einem Kanal aus. Also eine ganz witzige Idee. Wenn Sie noch weitere Tipps und Anregungen suchen, darf ich vielleicht ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Ich habe ein Buch geschrieben, Wohnungslüftung im Bestand, im VDE Verlag erschienen. Gibt es auch als E-Book oder eben als Printversion. Da können Sie sich also weitere Anregungen holen. Wir können das ja heute in der knappen halben Stunde hier nur in der Kürze der Zeit behandeln. Als Fazit nochmal, ich würde sagen, frische Luft in alte Häuser. Und tatsächlich, ja, Lüftung kann und soll auch nachträglich integriert werden. Wir erreichen damit Bauschadensfreiheit, eine sichere Entfeuchtung, gute Raumluftqualität und wie gesagt, was wir heute hoffentlich einiges gelernt haben, neue Lüftungskonzepte, Lösungen und Produkte, die ja dazu beitragen können, die Integration in Bestandsgebäude zu erleichtern. Und ja, ich würde sagen, der Aufwand ist schon deutlich reduziert gegenüber dem, wie man das früher hatte. Und ja, weitere Möglichkeit, wo Sie sich informieren können. Wir haben ein neues EU-Projekt bewilligt bekommen hier an der Universität Innsbruck. Koordinatorin ist das Passivhaus-Institut in Darmstadt und das Projekt heißt Outfit und da geht es genau um solche Themen. Also wie saniere ich ein Gebäude von außen, ohne jetzt viel in das Gebäudeinnere einzugreifen. Da ist natürlich die Lüftung auch Thema, aber viele andere Dinge auch, die man von außen tun kann und zwar im Sinne der sogenannten seriellen Sanierung, also mit hohem Vorfertigungsgrad, gerade jetzt für die Holzbauer und die in diese Richtung arbeiten, mit Holzfertigteilen hier arbeiten. Auch da kann zum Beispiel Lüftungskanäle schon integriert werden oder auch andere gebäudetechnische Dinge. Wie gesagt, wenn Sie da informiert werden wollen, schreiben Sie mir eine E-Mail. Sie können dann auch in die Partitioners Group aufgenommen werden und werden da weiter auf dem Laufenden gehalten. Sie können eine Peer-to-Peer-Beratung bekommen, solche Dinge. Also wer da Interesse hat, kann sich da gern bei mir melden. Die E-Mail-Adresse haben Sie ja oder auch in den Unterlagen bei sich, sodass Sie mir da einfach nur kurz eine Mail schreiben und dann nehmen Sie da in den Verteiler auf. Ja, ich möchte mich nochmal bedanken hier. Das Webinar ist ja entstanden im Rahmen des Projekts EA Annex 68, Raumluftqualitätsoptimierte Planung und Betriebsführung. Ja, vielen Dank nochmal Ihnen allen auch jetzt fürs Dabeisein und jetzt würde ich mich über Fragen freuen und ich denke, wir können da eine ganz gute Diskussion anschließen für die Dinge, die jetzt noch unklar geblieben sind. Dankeschön.